SpaceX, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, man kann schon sagen, die haben den Flugverkehr in den erdnahen Orbit revolutioniert. Jetzt kommt eine neue Revolution dazu. Beim fünften Testflug erfolgreich abgeschlossen. Klar, planmäßig gestartet das Ganze. Aber die Antriebsrakete ist erfolgreich zum Startpunkt zurückgekehrt und wurde aufgefangen. Jana Wochnick. Es hat tatsächlich funktioniert. Unter dem Jubel des SpaceX-Teams startete die fünfte Starship-Rakete für einen kurzen Flug ins All. Wieder ein gelungener Test. Diesmal aber ging es um mehr. Eine Doppelpremiere. Wird die Antriebsstufe der weltgrößten Rakete, der Booster oder auch Super Heavy genannt, wieder zum Startpunkt zurückkehren? So der Plan. Und es gelingt. Super Heavy schwebt wieder in Boca Chica, Texas ein. Dort griffen zwei riesige Stahlarme an dem 143 Meter hohen Startturm zu und fingen sie auf. Ein Konzept, das sich Elon Musk selbst ausgedacht hat. Damit braucht die Raketenstufe keine Landebeine, das verringert das Gewicht und Starship kann mehr Nutzlast ins All transportieren. Der Jubel entsprechend groß. Musk taufte das System Mechazilla in Anlehnung an das Monster Mechagodzilla aus den Godzilla-Filmen. 1000 Messpunkte am Startturm und der Raketenstufe müssen passen, damit es gelingt. Anderenfalls wäre der Booster wie schon mehrfach zuvor im Golf von Mexiko gelandet. Doch Elon Musk und sein SpaceX-Team schreiben erneut Raumfahrtgeschichte. Es ist der Schlüssel zur schnellen und gesamten Wiederverwendbarkeit von Starship und Antrieb. Das Tempo, das der Konzern vorgibt, ist beeindruckend. Aber er steht unter Zeit- und Erfolgsdruck. Die NASA will mit Starship wieder bemannt auf den Mond. Und China will das schon bis 2030 mit Menschen an Bord schaffen. Ein Wettkampf. Starship muss bei einer Mondmission im All betankt werden. 16 Raketenstarts wären dann in kurzer Folge nötig. Er will zwischen zwei Raumschiffen Tank, also Treibstoff, überfüllen. Und das ist sehr trickig, wurde noch nie gemacht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das funktionieren wird. Ich bin da gespannt. Für dieses Konzept wurde jetzt eine große Hürde genommen. Auch die Starship-Oberstufe kehrte erfolgreich zur Erde zurück. Zum Abbremsen zündeten Triebwerke. Punktgenau erreichte die Starship das Zielgebiet im Wasser, nordwestlich von Australien. Von Rückschlägen wie zuvor, als Raketen schon beim Start explodierten, lässt sich das SpaceX-Team nicht entmutigen. Und Elon Musk träumt sich sowieso schon weiter. Die Mondmission ist nur ein erster Schritt auf dem Weg zum Mars. Und ich kann sie nicht oft genug sehen, diese Bilder. Und es hat funktioniert. Professor Ulrich Walder, selber Astronaut und Professor für Raumfahrttechnik. Guten Morgen nach München. Was mich mal interessieren würde und vielleicht auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, das sieht einfach so einfach aus. Aber wie viele Tonnen müssen denn da punktgenau platziert werden und dann von diesen beiden 60 Meter langen Armen, man hat ja da keinen Größenvergleich oder eine Größenordnung, aufgefangen werden, um das erfolgreich zu machen? Es sind ungefähr 500 Tonnen, um genau zu sein. Und es ist wirklich Präzisionsarbeit. Wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, schafft er sowas, hätte ich gesagt, das ist unmöglich. Und jetzt hat SpaceX gesagt, sie haben mehr als 2 Jahre auf diesen Augenblick hingearbeitet. Das ist ja ein Riesending. Die ganze Rakete ist so groß wie der Kölner Dom. Und jetzt kommt diese Unterstufe und das muss hinterher auf ungefähr 10 Zentimeter genau stimmen. Ja, die haben ja diese Chopsticks, sagen die das, also das ist diese Essstäbchen. Und da muss jetzt halt dieses Ding aufgefangen werden. Und wenn das 10 Zentimeter links oder rechts ist, dann wird das Ding nicht gehalten. Und ich will Ihnen sagen, die Idee ist grandios. Was er nämlich macht damit ist, er wird diese Unterstufe refurbischen, also warten und neu herstellen. Und dann macht er oben drauf eine neue Oberstufe und dann schießt er das Ding wieder los. Also innerhalb von 2-3 Tagen kann er wieder ins All schießen. Das ist eine geniale Idee, aber wie gesagt, vor ein paar Jahren hätte ich das für technisch unmöglich gehalten. Das heißt letztendlich, die Auffangrampe könnte gleichzeitig schon wieder die Startrampe sein. Das würde ja auch die Kosten enorm nach unten bewegen, mal abgesehen von dem, was wir auch gehört haben, Gewichtseinsparung, weil es eben diese massiven Ständer nicht mehr benötigt. Genauso ist es. Der landet in der Startrampe und fliegt da wieder los. Ist allerdings ein Heidenrisiko. Denn wenn der runterkommt und das funktioniert nicht, dann ist das ganze Gestell für den nächsten Start ist weg. Dann muss er halt ein paar Monate warten, bis das ganze Ding wieder funktioniert. Also ist schon ein hohes Risiko und ich war wirklich erstaunt, dass es dies beim ersten Mal gleich gewagt hat.
Wir haben im Beitrag gehört, Herr Walter, dass schon SpaceX und Elon Musk ziemlich unter Druck sind, weil die NASA diesen Druck ausübt. Ja. Aber auch die NASA muss doch sehen, das, was da wirklich revolutionär jetzt an den Tag gelegt wird, was technisch möglich ist, davon müssen die doch ungemein profitieren. Und da müsste man doch eigentlich so ein bisschen Druck rausnehmen und sagen, ja, das klappt und wir kommen auf jeden Fall zum Ziel. Ja, Herr Klug, genauso ist das. Die NASA sitzt dem Elon Musk im Nacken und sagt, hör mal zu, wir haben bereits schon um ein Jahr die Mondlandung verschoben, jetzt muss der wirklich Gas geben und der macht das auch. Das Problem ist aber nicht die NASA, sondern die amerikanische Luftfahrtsicherheitsbehörde, die sogenannte FAA. Und jedes Mal, wenn beim letzten Flug irgendwas nicht funktioniert hat, und das wissen wir ja, ist passiert, dann sagt sie, halt, der Fall wird erstmal untersucht und dann schauen wir, ob alles sicher ist und dann erst dürft er fliegen. Und das dauert dann immer 2, 3 Monate, bis sie okay geben. In der Zeit sitzt die Rakete schon auf der Startrampe und er würde von heute auf morgen fliegen wollen, aber die FAA hat das verhindert und deswegen hat er inzwischen die FAA verklagt. Und die NASA sagt, ja, ja, mach mal, je schneller, desto besser. Naja, die Behörden in Amerika arbeiten auch nicht anders als in Deutschland. Dauert halt seine Zeit, bis der Schimmel wird. Ja, dankeschön, Herr Walter, für das Gespräch. Ja.